Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Nein, nein, ich vergesse hier doch niemanden. Ich musste etwas machen. Ja, ich muss Pause machen. Folge war schon zu lang. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Von mir? Ich vermute, du meinst dich selber? Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Egal, ja, aus welchem Dorf. Dann macht man dich doch zum Anführer. Hat Yetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Aber wer weiß es schon so genau. Es gibt immer eine Möglichkeit. Geiergabelbein, das soll Glück bringen. Habe ich mir sagen lassen. Von mir selbst. Ich glaube, das bringt uns Glück. Wir sind Guck da. Mal, was sind da für schöne Sachen? Rotdornpfeffer. Ah. Das ist nur die Bohnenstange. Na gut. Wir sind schon da. Dann her mit den Herzen. Wir fangen mit deinem an. Du Schwein. Ja, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ja? Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Super. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Das wird sowas von schief gehen. Gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Ja, natürlich. Ladies first und all das. Ich nehme sie später. Ja. Und wieso helfe ich dem Arsch nochmal? Ach, weil es Fertigkeitenpunkte gibt. Ich erinnere mich. So. Erledige die Maschinen. Frost einsetzen. Warum nicht? Bisschen Frost hat doch jedem mal bisschen geschadet. So, wenn der herkommt, kann ich ihn vielleicht überbrücken. Kann ich Verwüster schon überbrücken? Ich kann es versuchen. Nee, gesperrt steht dran. Na gut. Dann bringt's auch nichts. Komm, gib mir deine Waffe. Einen unwürdigen reicht. Hauptsache, du stirbst schnell. So, wo sind die Herzen? Au. Bin oben. Ja, hat schon schlechtere Feuerkraft. Hast du ein Herz? Nein. Du bist verhaftet. Dann auf die Hörner. Die können das gar nicht leiden. Au. Da ist ja noch ein Verwüster. So, erstmal das Reishorn. Kann nicht viel außer mit Reis um sich werfen. Und mit Feuer. So, das ist down. Das werde ich mir klauen. Das werde ich mir klauen. Das werde ich mir klauen. Das da werde ich mir klauen. So, wo ist denn der andere Verwüster? Oh, die Büsche müssen wir echt einsammeln. Haben relativ wenig für unsere Verhältnisse. Was ist denn das? Leucht was? Leuchtsprengerkanister. Ja, damit. Wusste ich doch. Hat ja so geleuchtet. Nee, wir haben echt wenig Pfeilmaterial für unsere Verhältnisse. Da haben wir schön alles verbraucht. So. Hellpflanzen sind natürlich auch sehr wichtig. So, dann wollen wir uns mal dem letzten Kollegen widmen, der sich da oben irgendwie verbarrikadiert hat. Du willst mich fangen? Versuch's doch! Ich wollte jetzt niemanden fangen. Warte, nachcraften. Glaub, wir müssen ihm die Waffe abnehmen. Die ist ziemlich schmerzerfüllend, wenn man sie abbekommt. Immer weiter so. Dankeschön. Machst du eigentlich auch mal was? Ich warte auf dich, aber beeil dich. Du wartest auf mich? Wie wär's, wenn du selber mal... Bevor du zu wenig hast. Waren das Stöcke? Ich bräuchte Stöcke. Ja, das tut weh. Das tut weh. Ohne Munition kann ich nichts machen. Tja, ich schon.
Nein, zeig mir dein Glühglanz irgendwas. Mist. Aha. Hey, du sollst ihn abschießen, nicht zu mir hinschauen. Du machst echt nichts, oder? Du hast kampflos gewonnen. Ich kümmere mich um die Toten. Was? Kampflos gewonnen? Nee. Könntest du bitte die Maschinenherzen ernten? Alter, bei dem Ton hau ich dich gleich. So, entschärfen hier damit. Wo sind denn die Herzen? Also dafür, dass er nichts gemacht hat, der Boss werden will, kommandiert er mich ganz schön rum. Ah, der wollte doch gar nicht hoch. War auch eine Quest für ein niedrigeres Level. Wir sind ja relativ gut tatsächlich inzwischen statuiert, würde ich mal sagen. Weiß trotzdem nicht, wo die Herzen sind, so. Im Dornscharf wahnsinnig, Dickhornscharf. Das sind alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Aber vielleicht behalte ich sie auch und verkaufe sie für Wasser. So, was haben wir hier noch? Nochmal Säurejägerpfeile, 5 Stück. Warum denn nicht? Wenn sie einfach rumliegen, nehme ich sie doch. So, da gehen wir jetzt wieder hoch. Nicht den ganz mühsamen Weg. Ah, hier wäre es leichter gewesen. Ja, bitteschön. Bitteschön. Was willst du von mir? Trigger doch mal. Ja. Quest ausgewählt. Er backt ein bisschen. Der Bruder. Vielleicht, wenn ich mal rauslaufe aus dem kleineren Collider-Bereich. Also aus der näheren Umgebung. Und dann's nochmal versuche. Mit meiner charmanten Art. Wieso backst du? Ei. Kommt von Herzen. Oh, der wollte mich. Kann ich jetzt mit dir reden? Hallo. Ah, in so einem Fall würde ich sagen, eine Schnellreise hilft doch immer. Reisen. Ah ja, kostet diesmal ein Schnellreisepaket, was soll's, so fortfahren. Und dann haben wir dem Spiel gerade eine Möglichkeit gegeben, nochmal zu laden. Hab keine Ahnung, wie ich wieder da reinkomme. Das war doch ein einfacher Weg dorthin. Ach ja. Der Weg ist weiter unten, ich verstehe. Nein, Aloy. Wir müssen nicht klettern, wenn wir nicht unbedingt spielen an den Händen wollen. So. Oh. Ich hätte gern wertvollere Sachen von den Nabelschweinen geerntet. Irgendwann will ich nämlich alle Beutel-Upgrades haben. Kann man viel mehr tragen. Nee, Steine brauchen wir auf jeden Fall nicht nochmal. So, dann hoffe ich, klappt das. Ansonsten müssen wir was anderes machen und dann, wenn das Spiel mal komplett neu gestartet ist, ihn nochmal anlabern. Und wenn es dann nicht klappt, weiß ich auch nicht. Dann ist es halt eine Nebenquest, die wir nicht abschließen können. Wurmt mich nur ein bisschen. Hui. Ich hoffe, das Ding können wir noch deutlich verbessern. Bis jetzt gleitet es relativ schnell in den Abgrund. Ich weiß nicht, ob es die beste Strategie ist, die richtig, richtig guten Pfeile für diese Kleintiere. Na, der backt aber auch. Kleintiere zu verwenden, aber ich habe schon wieder getan. Und. Nein. Liegt hier irgendwas noch rum, damit der sich selbst triggert? Also, das nehmen wir mal mit. Ja, ja, Vorratslager, Vorratslager, Vorratslager. So, das explodiert bestimmt. Vielleicht wird er dadurch endlich zur Vernunft kommen. Macht zumindest Spaß. So, da ist noch was, da ist noch was, da ist nix. Geht's hier rein? Ist da eine kleine Höhle? Nee, nur ein Loch. Du willst echt nicht mit mir reden? Hallo. Ich drück E. Mach alles, was du sagst. Rede mit mir. Ach, nie bin ich gut genug. Na gut.
Mit Stil. Ja, ja. Die Fallen legen wir auch mit Stil. So, hier noch was aufsammelbar. Nö, dann machen wir doch was anderes. Bevor der sich jetzt noch überlegen muss, ob er mit uns redet oder nicht. Da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen. Mir ist ehrlich gesagt mal wieder nach Hauptquest. Stufe 17, da sind wir doch schon längst drüber. Mach mal halt die. So langsam wird Zeit. Ach, da müssen wir hin. Eine Schnellreise. Also ich bin nicht am Lagerfeuer. Na gut, das ist mir nochmal ein Schlafsack wert. So, Wegpunkt ist gesetzt. Wir speichern mal das Spiel in dem verbuggten Zustand gerade von der einen Quest. Kann bestimmt nichts schief gehen. Und da ist hier noch ein Lagerfeuer. Und oh, da ist schon wieder so ein großes Teil. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Da war letzte Episode voll davon. Was bist du? Kollege, was bist du? Donnerkiefer. Und Questrohstoff. Ja, bestimmt Metallscherben. Die Firma dankt. Der Langhals ist gesperrt. Dann wollen wir halt in die Richtung laufen. Da ist das Lagerfeuer endlich auch entdeckt. Und nur 500 Meter. Nichts leichter als das. Vielleicht entdecken wir noch ein schönes Tier, das wertvolle Ressourcen an uns spenden will. Da hat der Geier zum Beispiel. Hui, direkt flambiert. Oh, noch nicht gekocht anscheinend. So, da ist noch ein Lagerfeuer. Ich decke die immer ganz gern auf, weil das sind wirklich echt gute Schnellreiseplätze. Auch wenn ich da ein bisschen vom Weg abkomme. Und wenn wir mal diese kleinen Stürmer sehen, also die normalen Reittiere, würde ich davon mal eins wiederholen. Weil die anderen Bellenaußenposten machen irgendwie nicht so viel Spaß. Sieht wie eine Brutstätte aus, aber offline. Okay. Der Ort scheint für die Tenakt eine rituelle Bedeutung zu haben. Vielleicht machen sie hier Blutopfer. Nee, keine Ahnung, da ist was. Mittleres Vorratslager. Ich glaube, da steht auch mein Name drauf. Nö, ich nehme es aber trotzdem. Okay, ja, ja, sehr rituell. Wollen wir mal nach hinten gehen? Noch haben wir nämlich auch keine Kartenmarkierung. Hängt bestimmt mit irgendeiner Quest zusammen, die wir noch nicht haben. Unbekannt. Gemini. Ja. Wenn wir schon hier sind. Nein, ich wollte mich doch abseilen. Au, au, au. Au. Wir haben es noch geschafft. Au. Mal sehen, ob die Tenak da unten sind. Ich glaube zwar nicht dran. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welcher Stufe wir hier sind. Jetzt sind wir aber drin. Naja. Dafür gibt's Autosaves. Ah, und die ist tatsächlich offline. Hallo? Wer ist der Bürgermeister von Wiesel? Esel. Funktioniert jedes Mal. So, dann die Pfeile brauchen wir ganz bestimmt. Den gleichen Weg zurück kann ich nicht nehmen. Jo, ist dir auch schon aufgefallen? Oh, ich finde immer noch, dieser Apparat da oben sieht aus wie eine Spinne. Nicht meine Lieblingsinsekten. Sind ja keine Insekten. Sind Spinnentiere halt. Mag ich nicht. Brauche ich nicht. Vorratslager. Vorratsbeeren. Hallo? Ist ja schön zum Erkunden. Ja, die sollen mir hier mal den guten Loot anzeigen. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So Metallknochen. Sind bestimmt nicht das Schlechteste. Komme ich da nicht hoch? Wüsste zumindest nicht wie. Ich glaube, hier geht es dann tatsächlich auch weiter. Was ist denn das da hinten? Ich will halt nichts verpassen. Kann schon sein, dass wir da hinten noch irgendwas aufsammeln müssen. Solange es... Ah, das wollte ich gar nicht. Danke, Aloy. So, was warst du da? Ein kleines Vorratslager. Können wir auch später haben. Ich wollte doch nur gleiten. Das ist das Problem, wenn man alles auf dieselbe Taste legt.
So, da haben wir auch nichts, aber da ist auch irgendwie ein Durchgang. Boah, 8 Metallscherben und was auch immer ein Metallbiss ist. Okay, hier scheint es nach draußen zu gehen. Ethers Koordinaten, okay, das ist dann wirklich der Weg nach draußen. Was war denn dann in der anderen Richtung? Bin ich ja komplett wieder falsch gelaufen. Wir schauen einfach mal, was da hinten ist. Ich finde so die Brutstätte hier relativ cool. Generell bin ich ein Fan von Brutstätten. Würde ich nicht so viel Rätsel und Kletterteile lösen müssen, sondern könnte mich da einfach durchschnetzeln. Ja, das andere kriege ich auch irgendwie hin. Mit Mühe und Not kriege ich es irgendwie hin. So, hoffentlich bist du offen da hinten. Was ist denn hier, Lida? Versiegelte Tür. Offline. Scheiße. Brauche ich gar nicht mit interagieren. Hier liegt noch ein kleines Ding Loot. Oh. Ein Kristallgeflecht für den Papa. Und ansonsten, ja, sieht's ziemlich mau aus. Naja, die Metallscherben nehme ich noch. Können wir uns mal irgendwann ein Outfit leisten, das nicht mehr bauchfrei ist? Ah, Aloy, ich wollte auch nur gleiten. Beziehungsweise, wir haben ja schon ein nicht Bauch. Kann ich nicht nehmen. Ja, ich weiß. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Ja, ich weiß. Da, wo der Wegpunkt ist. Ich wollte sagen, wir haben ja eigentlich schon ein Outfit an, das nicht baufrei ist. Wir haben nur das baufreie, das Aussehen davon angewandt. Ja, vielleicht sollten wir es mal wechseln. So, hoch mit dir. Oh. Oh. Das war anstrengend. Ja, aber es hast du gut gemacht. Ich glaube, hier sollten wir im Rahmen von irgendeiner Quest hin. Aber trotzdem schön zu erforschen. Aber dass es so ganz leer ist, außer halt ein bisschen Loot, schon ein bisschen komisch. Wenn ich meine Open-World-Spiele habe, mag ich es eigentlich, dass man da ordentlich was entdecken kann. Dass da nicht komplett nur nutzlos ist, ohne die dazugehörige Quest. Aber ich beschwere mich hier auf relativ hohem Niveau. Wie gesagt, ich mag das Spiel sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Zumindest sind wir jetzt bei Folge 29, glaube ich, irgendwas um den Dreh rum. Und ich habe echt noch Bock drauf. Das ist keine... nicht garantiert, sage ich mal. Okay, Reinholz ist voll. Da haben wir uns wieder gut angestrengt. Echse! Ich wollte doch meine Echse ausführen. Mein Chukawalla. Immer noch ein lustiger Name für die Viecher. Ich bleib dabei, essen Echsen. Bin aber auch kein Biologe oder Echsenenthusiast. So, hier mit deinem... Oh. Makelloser Zahn, das ist aber schön. Davon bräuchte ich auch welche. Ja, mal hoffentlich. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischem Prozessor. Ja, der raucht ja zumindest. Irgendwas raucht er. Würzkräuter braucht man nicht. Was hat denn da geraucht? Vielleicht war es einfach ein Special Effekt. Na egal. War anscheinend nicht relevant für uns. Eine Ruine, die zur Tenakt-Festung wurde? Ja, da ist der Rauch. Könnte Aether da drin sein? Was weiß ich? Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind. Ich sehe keine. Ach, da ist einer. Jägerbedarf. Ich hab Bedarf an Jägern. Was ist das hier? Unterschlupf. Ziemlich leer alles. Fremde. Vielleicht. Hi. Ja, Fremde braucht was. Oh, Scheiterhaufen Jägerbogen. So gut ist der aber nicht. Du wirst bald zurückkommen. Da bin ich sicher. Ja, ja, wenn du besseres Zeug mal hättest. Das sieht schon. Sieht schon richtig cool aus. So, Aloy, ich brauch dich mal fürs Thumbnail. Hier, lächeln mal. Du musst lächeln. Na gut, das muss reichen.
Aber echt, ich habe das Gefühl, das Spiel backt gerade ein bisschen. Nicht viel los hier. Viele Soldaten mehr seitdem getötet. Und Regalas Armee wird nur immer stärker. Ja, ja, jetzt bin ich ja da. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss ja, das ist im ersten Moment schlicht. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Ja, ja, keine Zweifel. Nur Schlacht und Sterben. Blut der Zehn. Deine Zehen bluten auch. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat. Live ja. Und in wenig Kleidung. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Jo, freut mich. Willst du zu Häuptling Hikaru? Weiß ich nicht. Ganz. Ich brauche etwas von ihr. Wahrscheinlich das, was ihr gerade anbietet. Der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Habe ich eine Wahl? Okay, weiter. Gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal. Am Ende des Hains. Komm. Sei willkommen in den Berichten der Zehn. Ja, ja. Ich habe auch schöne Zehen. So, dann berichte doch mal hier. Es ist defekt. Unvollständig. Oh, wirkt ein bisschen so wie ein Armee-Tutorial. Kann ich das mal scannen? Muss ich damit was machen oder kann ich weiter? Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Ich glaube, das ist ein Werbespot für einen Tampon oder sowas. Stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. So, ihr seid alle Spinner. So, mein Scanner tut... Ah, jetzt tut er wieder. Ein Exponat. So, liegt da der Prozessor? Nö. Wer auch immer die Kiste da versteckt hat, er hätte sich mehr anstrengen sollen. So, da ist noch was zum Scannen. Mitarbeiteranweisung. Ach, ich bestehle euch alle. Das macht so großen Spaß. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Dass ihr das alles nicht braucht. Ja, ja, Feinde fallen. In einem Dschungel. Waren das die Zehn? Hey, Fremde! Ja, hi. Sie wussten, das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken. Weiß ich nicht. Und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Schön für dich. So, mal die Oberschenkelmuskulatur durchwemsen. Eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Sehr schön. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Nein. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Hals. Verstanden. Wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Ja, ja, Delta Juliet 9. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Habt ihr sie umgebracht? Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Ja, ja, diese viel Spaß damit. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Ja. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja,
Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Ja, ja. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Na, das ist zumindest nett. Ich gehe dann mal. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Kriege ich dann auch so eine geile Gesichtsbemalung als Belohnung? Der Gender, was stand da? Ah, der Gedenkhain. Der Genderhain wird mir auch gefallen. So, haben wir hier noch was? Nö. Dann gehen wir doch mal Häuptling Hackfresse grüßen. Ich kann Fruchtbacken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Ja, ja, wenn wir drüber stolpern. So, was haben wir da? Medina Exponat. Habe ich das jetzt echt nicht gescannt? Flugschreiber-Ausstellung. Okay. Wo ist euer Häuptling? Bist du bereit für ihn? Ist er bereit für mich? Bin bereit. Gut. Komm. Ist bestimmt ein kleines Kind, oder? Ich würde jetzt ein kleines Kind erwarten. Oder ist der Häuptling die AI? Ich dachte, die setzt sich auf den Thron und ist selber der Häuptling. Häuptling. Komm zu Gaia zurück. Mama hat dich vermisst. Unter dem Thron. Ah. Ich sehe dich bald, Fremde. Die Retterin von Meridian. Anwesend. Das heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Natürlich. Alle ihren zwei. Ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Ja, der war aber auch relativ schwach. Wird auch dir in die Fresse schießen. Er beschrieb dich als Ehrenmann. Und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Natürlich. Nein, was soll ich tun? Ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Muss ich dich im Kampf besiegen? Meine Marschälle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen, und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Das klingt gut. Lass uns loslegen. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Wir machen sehr viele Quests. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ja, weil ich sie alle umbringen werde. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht. Und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar. Was heißt so oder vielleicht? So musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschälle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dann stell welche ein. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Niemand kommt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Das klingt doch nett. Doch da ist noch mehr.
Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Nein. Ich werde sie alle töten, alles klar. Norden. Und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans dazu, seine Besten zu schicken. Natürlich. Ich soll ihn zwingen. Ich kann sehr überzeugend sein. Tu, was immer nötig ist. Ich kann wirklich die alles. Nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Dankeschön. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt, aber er ist nicht nutzlos. Ja, ja. Die sind ich auch ganz nützlich. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinkwall geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Dankeschön. Falls darf ich jetzt los? Du zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Nein, danke. Alles klar. Ich bringe alle um. Ich tue, was du willst und gehe nach Norden zu Tecote. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich, wenn ich keinen Erfolg habe. Rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Die hat doch nur Scheiße im Angebot gehabt. Kann ich echt nicht allein da runter? Na gut, dann müssen wir eben Marschelle besorgen. Ein Faraday-Exponat. War das hier ein Museum? So, dann sprechen wir nochmal mit der einen. Okay, da war auch eine Konsole. Die sah aber ziemlich stromlos aus. So, dann her mit meiner Ausstattung. Ich will einen epischen Bogen. Mindestens. Komm, lass uns ja, ja. Ja, rede Ikaro mit mir. Sagte, du hast etwas für mich? Eine Waffe für deine Mission. Oh. Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Was ist dort es? Streifen zeig's mir. Maschinen herum. Und Minenwerfer. Melden Regalas Rebellen in der ja, ja, kein Problem. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie wahr. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Zwei Dann Schritte? Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der Zehen, Aloy. Ja, ja. Mögen deine Zehen dir auch immer folgen. Abrisspräzisionsfäule. Werde ich wohl mit Hekaro auskommen müssen. Hab ich doch schon, oder? Ich sollte lieber zu Marschall Cotallo in Steinfall. Ja, auf zu Marschall. So, Inventar. Der ist ausgerüstet. Habe ich echt nur Mist bekommen? Bolzenschießer. Ich habe doch einen guten Bolzenschießer. Hier macht sogar 19 Schaden. Echt keine Ahnung, was die Alte mir wieder in die Hand gedrückt hat. Oh, wird nicht so wichtig sein. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Generell wird schneller gehen, wenn wir mal ein bisschen reiten. Sieht aber echt nett aus, die Gegend hier. Schau mal noch, ob wir das nächste Lagerfeuer entdecken. Das ist ein Dornrücken. Könnte man natürlich auch überbrücken. Da sieht schon wieder nicht so gut aus. Ist das eigentlich ein Vulkan? Vielleicht ist er nach hinten offen. Das wäre ganz cool. Das fehlt irgendwie noch. Jo, da macht man einen kleinen Bogen drum. Ja, jetzt hört mal auf hier, euch anzustellen. Ich will euch doch gar nichts tun. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Das Schwein auch nicht. Schwein gehabt zum Abendessen. Oh, der hat nicht mal Fell. So, was haben wir da unten? Alte Truhe für Wertgegenstände. Da unten können sie bleiben. Noch so ein Armband braucht man, glaub nicht. Ja, jetzt chill mal deine Nuggets. Oh, das ist was Episches. Bestimmt wieder eine Rolex. Na gut, dann holen wir es doch. Altes Metallauge. Okay, und hinter den Wasserfällen scheint erstmal nichts zu sein. Sie wissen, dass ich hier bin. Ja, und jetzt wissen sie, dass ich vor ihnen weglaufe. So, da ist ein Fragezeichen und ein Lagerfeuer. Heute ist mein Glückstag, ich hatte recht. So, was ist denn beim Fragezeichen? Hoffentlich mehr Rebellen. Auf jeden Fall eine Ziege. Da war eine Ziege. Jetzt ist sie nicht mehr so ziegig. Ah, war ein Schaf. Ist egal. Ist ja praktisch dasselbe. Oh, nochmal so ein Signalturm. Dieses Bild, es zeigt die alte Welt. Ja, ja. Das ist wie ein Flugzeug und eine Art Metallgebilde. Ja, das ist jetzt nicht... Hey, so, ich bin am Grimhornort. Kannst du kommen? Ich bin mal da. Wollt nur speichern. Gut, dass wir das zusammen machen.
Was die denn? Die Hörner, die wir brauchen, müssten im Norden sein. Okay. Holen wir uns die Kontrollkerne. Ich war eigentlich nur auf der Durchreise. Na gut. Danke nochmal. Dann Grimmhörner? Tatsächlich. Quest aktivieren, das wollte ich doch gar nicht. Ja. Kann ich ernsthaft deaktivieren? Aktivieren, okay. Wenn das klappt, wenn wir die Landgötter heilen können, natürlich klappt das. Wie werden das wohl Fane und der Chor aufnehmen? Ist mir doch egal. Die Vernichtung des Stamms ist unvermeidbar. Wir hatten Unstimmigkeiten, doch. Ich hoffe, sie wären froh, wenn sie sich dabei geirrt hätten. Nein, hör mal auf mit dem Scheißbild hier. Da bin ich so schlecht in der Zuordnung. Die Grimmhörner. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Lass mal den Scanner. Die Bilder nur scannen. Das muss ein altes Tenakt-Jagdgebiet sein. Okay. Vielleicht können wir sie für uns nutzen. Ich schieße. Meine Ausdauer ist zu niedrig. Breiter Stoß, ich wollte. Ausdauerndes Feuer. Ja, definitiv. Definitiv brauche ich Hilfe. Für Reinklang. So wenig Ausdauer, wunderbar. Für Reinklang, au. Boah. Oh, ein Glück. 29. Warum ist die Quest... Warum sind hier alle wieder so aufgepumpt? So. Mutig müssen wir sein. Sehr, sehr mutig. Sag ich doch. Funktioniert. Sind coole Maschinen. Kann man nicht in Abrede stellen. Sind miese Maschinen auch. Waffenausdauer. Komm, explodier wenigstens du. Na also. Wer braucht Hilfe? Du brauchst Hilfe. Nein. Aloy, geht es dir gut? Ging nie besser. Ging nie besser. Oh, die ganzen Hilfe-Items schon verbraucht. Aloy, Munition für dich. Munition ist nicht das Problem. Heilende Bären schon. Wollte die Quest doch gar nicht jetzt machen. Ja, das war auch meine Schwachstelle. Nein, danke. Ja, schön für dich. Das ist doch schön für dich. So, erhöhte Position. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ich brauche ihn. Lass mich definitiv nicht aufhalten. Guck mal, wie schön ich ihm das Teil abschieße. Nein! Ich dachte, ich wäre da oben sicher. Seit wann können die das denn zerstören? Nein. Bewegung hilft dir auch nicht. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt. Au. Nein. Das war zu viel des Guten. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen unterlevelt dafür noch. So ganz leichtes Gefühl und ich wollte doch nur speichern. Hey, jetzt lade ich Spiel. Glaub, so intensiv muss es lang nicht mehr laden. Du wirst wohl woanders gebraucht. Ich gehe zur Basis. Ruf mich an, wenn du weitermachen willst. Ja, danke schön. Boah, ein Glück. Katalu. Muss ich jetzt echt durchs Wasser? Ah, kriege ich hin. Schwimm, 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 schwimm. Mach mal einen Delfin. Da komme ich nicht hin, Aloy. Entschuldigung. Stimmt was nicht, Aloy? Ich mache erstmal was anderes. Du gehst zurück. Und ich mache erstmal was anderes. Zum Beispiel neuen Bogen suchen. Oh, Wildgans. Wildgans. Hol den Bogen raus. Das sah aus wie eine Wildgans. Hoffentlich schmeckt's wie eine. Aha, da ist sie doch. Und eine Gans. Oh, nee. Forst richtet hier nicht viel aus. Oh.
Ja. Geh mal weiter, wenn Frost nichts ausrichtet, würde ich mal behaupten. Ja, da hat er natürlich komplett recht. Wieder Krallenschreiter, wunderbar. Level 16. Mit Questrohstoffen, das können nur Scherben sein. Irgendwie sind dann alles Questrohstoffe. Ja, da beschwerst dich zu Unrecht. Bist doch noch gar nicht tot. Jo, einmal auf den Schwanz, wenn man den trifft. Au. Steh auf. Schlafen können wir, wenn der Kampf vorbei ist. So, Bolzen. So, ausdauernder Stoß. Hat er nicht übernommen. Aufstehen! Oh, mein Maschinengewehr. Wieso sind das jetzt drei Krallenschreiter? Also irgendwie mache ich hier was falsch. So, Mut. Mut zur Lücke. Mut zur Falle. Und... Nein, nimm doch was anderes. Na komm, einer wird von euch ja mal in die Säure trappen wollen. Auch wenn es gegen euch wahrscheinlich nicht viel hilft. Gut, den ersten Hammer gleich. Den ersten Hammer. Wo ist Kollege Nummer 2 und Kollege Nummer 3? Haben die sich jetzt einfach verpisst? Nee, da war doch einer. Jungs, wo seid ihr? Vergesst, dass die echt zerstörbar sind. Nein. Ich höre nichts mehr. Sprengfalle. Aha. Boah, die Fallen bringen aber einiges. Das haben wir gut gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es gut gemacht. So, auf den Schwanz. Und da fällt er ab. Das passiert mir abends teilweise auch. Ich setze nach. Wir setzen nach? Wir haben keine Munition mehr. Falle! Ich mag Fallen ab jetzt. Vor allem bei so vielen Gegnern. Ah, zumindest sind wir hier noch nicht draufgegangen. Darauf können wir echt stolz sein. So. Und noch auf den Schwanz. Nochmal auf den Schwanz. Leben wir noch? Wir leben noch. Und die hat seinen Schwanz verloren. So. Liegt ja hier irgendwie noch extra rum zum Aufsammeln? Nö. Fasernwurz. Und einen knackigen Stachelhalm. Und was bist du? Klingenschweif, okay. Ein guter Fund. Das war tatsächlich dann was, was wir gebraucht haben für eine Quest. Der war gut markiert. So. Aber wir haben doch noch einen anderen platt gemacht. Sind wir schon wieder so weit gelaufen? So. Ja, damit. Und das ist wieder der Donnerding. Ja. Irgendwann, wenn wir stark genug sind. So, da ist der andere Krallenschreiter. Da hinten sind Graser, so wie das aussieht. Oh, anscheinend wurde der hier schon geplündert von mir. Alles geplündert? Ja, sieht gut aus. Na, hinter mir stappt's aber wieder heftig. Ein Unterschlupf. Oh. Fortgeschrittene Säurefalle. Achso, das war ja meine. Die entschärft man natürlich. Und der Unterschlupf ist wo? Hase! Da ist ein Kaninchen. Da war ein Kaninchen. Oh, nur ein bisschen Fleisch. Wir brauchen doch das epische Fell von praktisch allem. So, den Unterschlupf decken. Oh, was ist denn das für ein geiles Feld? Den Unterschlupf deckt man auf jeden Fall noch auf. Mir gefällt's hier. Hier kann ich eine Basis errichten. Du da. Hi. Ja, Gerüchteküche und so weiter.
Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.